So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, aktuellen Video, neben Mission Rocket Festival Shot Tag Woche 1, 7.12.2022. Kurz vorweg erwähnt, und zwar durch Probleme bei den Missionen, und Ken Bam hat es wieder mitgeteilt. Danke, Ken Bam, fürs Feedback. Im Forum haben wir Probleme mit Ausweichen, Parieren, Blocken und so weiter. Dass das nichts Neues ist, das ist, ich denke, jedem bewusst hier. Und von daher starten wir erstmal. Also erstmal im Team bearbeiten natürlich, ganz klar. Dann ist es wichtig, ihr solltet eine Guillotine oder ein Barlog. Eine Guillotine, wenn ihr 2090 habt, ist es am besten, brauchen wir später für den Endgegner. Man könnte Joe Fix hier nehmen, Joe Fix mit Kingpin sozusagen in den Synergy-Modus, aber wir nehmen halt der Red Hood. Wenn ihr den Red Hood habt, ist es natürlich besser. Dann habt ihr zwei Synergy zum einen. So, dann mal starten wir mal das Spiel, und heute geht es einfach mal in dem untersten Pfad erstmal, deswegen heißt es hier Teil 1. Und in Teil 1 möchte ich euch den Pfad zeigen mit Ant-Man und Captain Marvel. Und Ant-Man ist so, hier ist es wichtig, wir werden jetzt gar nicht hier viel lesen, weil es macht einfach keinen Sinn. Okay, es ist ganz einfach zu verstehen, dass man hier definitiv einfach keine Kraftzufuhr, also keine Kraftzufuhr auf den zweiten Balken haben sollte. Also man kriegt Kraftzufuhr, ist ja ganz klar, und man sollte keine Superkraft 2 auftanken, sondern nur Superkraft 1 auftanken, und damit wären wir eigentlich soweit fertig. Warum nicht? Ganz klar, weil Superkraft 2 bedeutet, man stirbt. Das ist im Endeffekt der Clou an diesem, an dieser Plattform und an Ant-Man. So. So, ready and fight. Kingpin haben wir jetzt genommen. Kingpin hat einen Vorteil, er hat erstens Fähigkeiten. Das ist einmal seine nicht schädliche Debuff, dieser Wut-Debuff, der ihn richtig stark macht. Und was machen wir hier im Endeffekt? Ich tue eine SK1 nur anwenden, denn SK2 ist mir nicht erlaubt. Sobald ich eine SK2 anwenden würde, würde ich sterben, denn das ist im Endeffekt der Tick dabei. Und Kingpin kann sehr gut ausweichen, hat Wut natürlich zusätzlich mit der SK1 und hat sehr viel Degeneration natürlich, Schaden, also Damage im Endeffekt. Und das hat einen Vorteil, dass wir dann auch wieder mal zurückhechten, dann wieder nach vorne und schön unsere SK1 raushauen. Und dank der Wut haben wir so Damage zusätzlich von 514. Und ganz wichtig natürlich auch wieder mal schlagen und zurück ausweichen. Jetzt werden die Angriffe jetzt nicht mehr abwehrbar, denn ab 9 Ladungen, wie man hier sehen kann, 9 Buff-Ladungen von Ant-Man sind alle Angriffe unabwehrbar. Und deswegen auch bitte immer nur versuchen, die SK1 zu machen, und dann wird es halt einfach. Vor allem ihn besiegt. Also er ist jetzt erledigt. Und es ist so der erste Gegner. Und gleich werden wir mal einen zweiten Gegner ansteuern. Das ist Captain Marvel. Die wird etwa schwierig. Ich gehe trotzdem mit Kingpin erstmal rein und mache so einen kleinen Kampf und zeige mich, warum es nicht empfohlen, also warum es nicht empfehlenswert ist, mit Kingpin das anzugehen oder mit anderen Champions, und warum da wiederum Champions wie der Hood, was wir dann nachsehen werden. Ich habe gesehen, die zwei Kämpfe aufgenommen, um ein paar Vergleiche euch zu geben, warum das dann besser wäre, mit der Hood das zu machen. Okay, Kingpin natürlich nehmen wir hier rein, ganz klar, machen dann dementsprechend unsere Schläge, aber in dem Moment können wir der Attacke nicht ausweichen, und sie ist unverwundbar, und auch die Degeneration, bis die ankommt, dauert natürlich ein bisschen. Das ist natürlich sehr schlecht für uns, denn hier haben wir dann Schwierigkeiten, mit ihr zu kämpfen, und müssen uns ziemlich weit zurückhalten, und jetzt versuche ich dann wieder auszuweichen, was halt nicht richtig funktioniert. Man sieht es, Geschick, Geschick, aber das dritte Geschick wird von Krabam nicht rausgehauen, nicht akzeptiert, wie auch immer. So, ich habe einmal einen kleinen Cut gemacht, weil wir dann jetzt den Kampf mal richtig angehen.
Und zwar werden wir dazu den Hood nehmen, damit du siehst, welche Vorteile der Hood hat. Wenn du ihn jetzt nicht hast, ist jetzt nicht so schlimm. Dann das ist, wie gesagt, eine Empfehlung von mir. Wenn du sagst, hey, ich habe leider den Hood nicht, dann schaust du, dass du zum Beispiel sowas machst wie ein Champion, der wie Spider-Man Miles Morales ist. Oder zum Beispiel The Ghost, also Champions, die sich halt eben unsichtbar machen können und die Talking-Effekte machen können. Oder Besiegel des Schicksals sind immer ganz. Siehst du, wie einfach der Kampf war und das ging ganz schnell. So, hier beginnen wir natürlich den Fight mit der Guillotine und wichtig dabei ist, dass du in diesem Kampf einen Champion hast, der Immunität aufweist für Biogefahr. Biogefahr ist ganz klar, Blutimmunität ist erforderlich und Giftimmunität. Dann solltest du auch beachten, dass du den Starlord hier nicht parieren darfst, denn die Plattform beinhaltet eine Funktionalität, die sich folgendes ergibt: Wenn ein nicht schädlicher Debuff auf den Verteidiger abgelegt wird, dann für 8 Sekunden wird Starlord unabwehrbar. Das heißt, alle seine Attacken, sei es Basisangriffe, Mittelangriffe oder Schwere oder Superkräfte, sind unabwehrbar. Darum, wie du siehst, tue ich hier natürlich ab und zu mal, passiert mir das, dass ich auch hier pariere ab und zu mal, aber generell tue ich schauen, dass ich im Blockmodus bin und dann nach vorne sprinte, also hechte, dann wieder zurück, um eine SK1 auszulösen. Dann, wie du siehst, tue ich hauptsächlich meine SK1 anwenden, damit ich die Kraftzufuhr von Starlord unterbinden kann. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du keine Guillotine 2099 hast. Dann musst du halt ein bisschen zurückhechten und versuchen, die Attacken rauszulocken, die SK1. Das kannst du natürlich auch mit Ultron machen. Wenn du keinen Ultron hast und keine Guillotine hast, dann kannst du auch einen Valok dazu nehmen oder Nebula. Wichtig ist, dass es Champions sind, die immun sind gegen die zwei Debuffs. So, ich werde natürlich dir gleich eine Liste einblenden, wo du siehst, welche Champions ich dir da für die Kämpfe empfehlen kann. Natürlich mit der Guillotine ist der Kampf am einfachsten. Aber ich denke mal, nicht jeder hat eine Guillotine 2099. So, das ist jetzt die Liste, die ich hier aktuell erstellt habe für euch. Und natürlich sind das dauerhafte Blutrausch- und Vergiftungsimmunitäten-Champions. Soweit sind das alle, die mir bekannt sind. Sollte was fehlen, einfach in den Kommentar reinschreiben. Black Widow Clairvoyant ist nicht dauerhaft, das heißt, sie muss ihre Blutrauschimmunität wechseln, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Ansonsten, ja, wenn du hier Fragen hast, dann schreib es einfach in die Kommentare. Ansonsten in der Beschreibung sind meine Kontaktdaten, mich kannst du auch anschreiben. Und wenn ich nichts vergessen habe, die Liste kannst du auch runterladen, da habe ich dir einen Link zur Verfügung gestellt, alles in der Beschreibung und that's it. Liken, abonnieren, subscribe und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.